Und guten Abend, Internet. Wir sind Tripod und wir sind online. Homeoffice-Konzert Nummer 9. Nummer 9. Wuhu! Ist das Wuhu? Das letzte Konzert ist ja relativ lange her, unsere Nummer 8. Entsprechend, also ich freue mich riesig, dass wir endlich wieder mit unserer Homeoffice-Konzert online, Stefan Dachtuber. Homeoffice-Konzert Online-Reihe, meine Damen und Herren. Christoph Rosenplaner mit Sprachstörungen am Schlagzeug. Ja, geht viel zu schnell. Heute ist die Challenge, wer am schnellsten reden kann, sodass man sich verhaspelt. Also ich verhaspel mich auch, wenn ich langsam rede. Siehst du? Womit füllen wir denn heute die Pause nach den Stücken? Wie wär's mit so? So. Oh, weil, kurz für alle, die uns noch nicht gesehen haben oder die es nicht kennen, bei Online-Konzerten haben die Bands immer das Problem, dass der Song zu Ende ist und kommt kein Applaus. Und sie wissen nicht, was passiert. Also totales Energie, Adrenalin geladenes Ende, Tilde Pep. Und es ist Ruhe. Und dann machen alle Bands, müssen wir darauf achten, machen dann oder sowas. Und das möchten wir gerne eleganter lösen. Also machen wir Tilde Pep. So. Der passt Defka, ne? So. Ja, schöne Grüße an Dennis von Rosie. So. Okay. Nächster Song, los geht's. Feiern vor dem Bildschirm. One, two, three, on. Do up a do a shoe, be do be do up a do up a do a shoe, be do be do up a do up a do a shoe, be do be do up a do up a do a shoe, be do be do. She can't be catching. Vielleicht wisst, wir können parallel verfolgen, was ihr in die Kommentare schreibt. Das und ist zwar egal. Überall. Ne? Genau, überall. Ist egal auf welcher Plattform inzwischen. Das hat unser großartiger Maukel geregelt, der Mann am Videoschnitt und eigentlich an allem hier, außer am Licht und an der Musik. Dadurch können wir lesen, was ihr schreibt. Und da schreibt Manfred, also es ist unter dem Namen Manfred geschrieben, da steht, hey, klasse, dass ihr extra meinem 50. spielt. Danke, wir rocken jetzt den Geburtstag. Liebe Grüße, Katrin. Ja. Jetzt vermute ich aus dieser Nachricht, dass Katrin den 50. Geburtstag hat, nicht Manfred. Und ich bin dafür, dass wir bei einem 50. Geburtstag
Ja. Machen wir mal, weiß nicht, wollen wir mal ganz traditionell auf G-Dur? Ja, G-Dur, meine Damen und Herren. Also wir singen jetzt einfach für Katrin in der Hoffnung, dass nicht Manfred Geburtstag hat. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Katrin. Happy Birthday to you. So. Das glaubt uns doch keiner, dass wir uns das nicht vorher ausdenken, diesen Scheiß. Haben wir nicht, haben wir nicht. Und genauso ist es, wir werden in diesen Homeoffice-Konzerten, jetzt im Konzert Nummer 9, haben wir das gleiche Konzept. Wir wiederholen keinen Titel, der in den Konzerten 1 bis 8 schon gespielt wurde. Egal, ob von uns geplant oder von euch gewünscht. Das hat für uns den schönen Vorteil, dass wir manchmal so Stücke wieder hochgespült werden, die wir relativ lange im Urlaub hatten. Die haben wir lange nicht gespielt. So wie den jetzt folgenden Song. Crowded House Baby. Richtig. Katrin hat sich bedankt für den Geburtstagswunsch, also hatten wir es wohl richtig rausgeschickt. Glück gehabt, ich habe so einen Oder Manfred reingeschummelt. Genau, nein, es war wohl Katrin. Ja, ihr seht, wir stehen Corona-konform hier auf unserer kleinen süßen Bühne. Jetzt haben wir das Wort Corona gesagt. Egal, ist auch Lade. Ich glaube, das Thema ist durch. Sag mal, Maukel, der du da bist, der du da sitzt in unserer Regie, ist das eigentlich okay, wenn wir sagen, wo wir sind? Ich sag mal so, wenn du uns kurz erklären würdest, wo wir sind, das wäre sehr schön. Warte, ich gebe den Leuten mal dich auf das Ohr. Sekunde. Also ihr könnt dann unseren Regisseur und Videoschnittmann Maukel hören. Hallo Maukel. Ah, sehr schön. Ich hoffe, ihr hört ihn auch. Ich höre ihn auf jeden Fall. Maukel, wo sind wir denn? Noch nicht. Ach nee, klappt gerade nicht. Machen wir gleich. Ja. Maukel hat das Mikrofon leider noch nicht gefunden. Nein, es liegt an mir. Es ist wieder typisch ich, ja. Gut, dann machen wir den nächsten Song, würde ich sagen. Ja. Und der geht mit so einem völlig kranken Schlagzeugbeat los. I stay up too late.
got nothing in my brain. That's what people say. Ooh, that's what people say. Ooh, I go on too many dates, but I can't make them stay. At least that's what people say. Ooh, that's what people say. On my feet, but that's what they don't see. Ooh, that's what they don't see. Ooh, I'm dancing on my own, dancing on my own. Make the moves up as I go, moves up as I go. But that's what they don't know. Ooh, that's what they don't know. Ooh, but I keep cruising. I don't stop, won't stop grooving. It's like I got this music. Shaking to the fella over there with the hella blue hair. Won't you come on over, baby? We can shake, shake, shake. And got the band gonna play, 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 play. And the haters gonna hate, 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 hate. Baby, I'm just gonna shake, 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 shake. Let's shake it up, let's shake it up. My heartbreak is gonna hate, 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 hate. And the shake is gonna shake, 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 shake. Baby, I'm just gonna shake, 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 shake. Shake it up. Unser kleiner Konzertanfang mit 5 Stücken aus allen Jahrzehnten. Und an dieser Stelle gehen wir jetzt natürlich ins Risiko. Wir freuen uns nämlich darauf, eure Musikwünsche entgegenzunehmen. Und es gibt da einen Hauch Regeln und die Regeln liegen nicht in der Art der Musik, denn da spielen wir alles, sondern in der Machbarkeit. Also wir sind 3 Leute mit Gitarre, Bass, Schlagzeug und 3-mal Gesang und damit können wir alles spielen, was so in der Musikgeschichte der bis heute so geht. Wir können klassische Werke nicht so gut, auch Kunstlieder von Schubert und Schumann nicht so gut und wir werden auch in den Wünschen nichts wiederholen. Ich habe mir zur Sicherheit eine Liste ausgedruckt. Wie viel sind da momentan drauf? Mit allen Stücken, die wir bisher gespielt haben. Es sind 136 Stücke. Darum zum Beispiel hat sich Thomas gewünscht, vorhin im Chat habe ich gesehen, Heinz Ulf Kunze. Ja. Mit Dein ist mein ganzes Herz. Jetzt gucke ich kurz nach. Der war an Position 28, den haben wir bereits gespielt. Ja, er hat sich aber Alle Herren Länder gewünscht. Er hat sich dann später noch, nee, Alle Herren Länder hat sich für anders gewünscht. Thomas hatte sich Dein ist mein ganzes Herz gewünscht. Ja. Alle Herren Länder können wir, glaube ich, auch nicht, oder? Nee. Also ich könnte ein bisschen, aber naja. Ich könnte gerade gar nicht. Alle Herren Länder. Aber mehr kommt auch nicht. Aber guck mal, Teenagerliebe zum Beispiel. Oh, geil. Jawohl. Teenagerliebe, das ist doch schön. Ja, genau, wo fängt der an? Whisky in the Jar hatten wir auch schon, dankeschön. Achso, ihr müsst eine Sache, wir sehen natürlich die gesamten Chats hier auf einmal. Ne? Also wir sehen alle Chats. So, wir fangen mal an mit Teenagerliebe. Also was Stefan damit sagen will, ist, wenn wir was spielen, was ihr nicht gesehen habt, liegt es daran, weil ihr Facebook mitlest oder YouTube mitlest oder Twitch mitlest. Wir sehen alle hier, deswegen. Das kann natürlich schief gehen. Denkt ihr, die einfachsten Akkorde, die gehen, ja? Teenagerliebe.
Welchen haben wir jetzt? Ist gerade Gustav. Teenager-Liebe. Welche sind's denn danach? Emil? Emil, Cäsar, Emil, Cäsar, Dora. Teenager-Liebe. 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 Zum ersten Mal bei Burger King sah. Da war's um mich geschehen, denn sie war so wunderschön. Doch sie liebte einen anderen, sie hatte einen Freund. Ich wusste damals nicht, dass ich sie niemals kriegen kann. Ich liebe sie, Teenager-Liebe. Ich träum von ihr. Was stand da eben? Karnevalsmucke, ne? Karnevalsmucke. Ja, 11.11. war gewesen. Und vielleicht ist das die Stelle, an der Maukel uns erklären kann, wo wir sind. Das ist gut. Warte. Mal schauen, ob es jetzt, ob das... Denn irgendjemand hat geschrieben vorhin, Maukel for President. Maukel ist Präsident. Präsident von was bist du eigentlich? Ja, ich bin Präsident vom Sukkur Karneval Club. So. Meine Damen und Herren, einen virtuellen Applaus bitte für Maukel, der Präsident vom Karnevalsclub in einer sauberen demokratischen Wahl. Erkoren. Genau, wir befinden uns auch quasi in unserem Wohnzimmer, wenn man das so nennen kann oder darf, im Dorfgemeinschaftshaus in Sukkur. Denn die liebe Gemeinde hat uns die Möglichkeit erschaffen, hier ein kleines Studio einzurichten, damit wir hier auch immer fleißig für euch spielen können. Genau, und zwar Corona-konform mit Abständen, Spuckschutz und allem, was dazugehört. Und auch wir stehen hier schön im Dreieck auseinander, wie es sich gehört. So, Herr Präsidente, Karnevalsmusik, immer wenn ich im Süden bin, in Köln, dann ist es so, dass ich diesen Song hier höre auf den Karnevalsumzügen. Da bin ich des Öfteren, weil das Spaß macht. Und das Stück heißt, was wollen wir trinken 7 Tage lang? Ich würde sagen Anton. Anton? Okay. Genau. Und dann die Endung. Cäsar. So, alle, die neu zu gucken, das ist völlig normal. Wir üben immer auf der Bühne. Wir können gerade in Hamburg nicht üben, weil wir haben keinen Proberaum. Also wir haben schon einen, aber der ist zu klein. Da üben wir immer nacheinander. Wir brauchen dazwischen eine Lüftungszeit, die ist natürlich geregelt und dann kommt immer der Nächste. Okay, so geht es nicht alles. Sehr schön. Mal sehen, ob das zusammenkriegt. Was wollen wir trinken 7 Tage lang? Was wollen wir trinken? So ein Durst. Was wollen wir trinken 7 Tage lang? Was wollen wir trinken? So ein Durst. Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen. Roll das Fass mal rein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen. Roll das Fass mal rein. Wir trinken zusammen. Allein. Ah ja, jetzt müssen wir schaffen, 7 Tage lang. Jetzt müssen wir schaffen, kommt was an. Jetzt müssen wir schaffen, 7 Tage lang. Jetzt müssen wir schaffen, kommt was an. Und das wird keine Lacherei. Wir schaffen zusammen, 7 Tage lang. Wir schaffen zusammen, nicht allein. Und das wird keine und jetzt kommt die etwas kämpferische Strophe dabei, ne? Wo alle so die Fäuste und ja, Mann, wir alle zusammen. Ist doch die ganze Zeit schon. Ach so, ja, aber pass auf, jetzt ist richtig, pass auf. Nun müssen wir streiten, keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang.
Nun müssen wir streiten, 7 Tage lang, ja für ein Leben ohne Zwang. Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein. Streit zusammen, keiner kämpft allein, ja streiten zusammen, nicht allein. Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein. Wir streiten zusammen und keiner kämpft allein, wir streiten zusammen, nicht allein. Mit so Olling Blastbeat hin, so punkig. La 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 la. So. Ich habe auch gehört, das ist die Hymne, die Torhymne vom TSG Hoffenheim. Ich habe keine Ahnung vom Fußball, weil normalerweise machen wir Musik ja immer Musik, wenn Fußball gespielt wird. Wir können das nicht gucken. Ja, richtig, ja. Aber es ist Hoffenheim, soweit ich weiß. Absolut. Jetzt sind ganz viele Wünsche an uns vorbeigeflogen. Ich habe sie alle wieder vergessen. Falls ihr nachgucken möchtet, was wir schon gespielt haben, diese ominöse Liste ist in der Facebook-Veranstaltung drin. Also wenn ihr wissen wollt, was wir schon hatten, könnt ihr da gucken. Zum Beispiel Summer of 69, aber ganz am Anfang hatten wir selbstverständlich schon. Auch sehr schöner Wunsch gerade, Johannes Oerding hatten wir auch schon. Pocahontas hatten wir auch schon. Wo ich mir gerade nicht sicher bin, ist mit Die immer lacht. Hatten wir, glaube ich. Soll ich mal auf meine Liste? Ich guck mal auf die Liste. Irgendwann verliere ich da auch nur Weg. Hatten wir noch nicht. Nein. Nicht im Ernst. Doch. Oh Gott. Nein. Okay. Ich spuck gleich. Blödes Gelaber, Ende bitte und Musik anfangen. Was ist da noch? Queen oder ZZ Top? Haben wir ZZ Teenage Top Stürmer im Stream schon gespielt? Nein, haben wir noch nicht. ZZ Top noch nicht. Wir können ja... Ja, da können wir uns einfach lassen, oder? Ich glaube ja, das können wir gut spielen. Okay. Achso, du bist im falschen Titel unterwegs. Ja, alles klar, ich war im falschen Titel unterwegs. Ja, genau. Okay, und nochmal. Bitte, wir schneiden das raus. So, 3 und... Sie, jetzt hab ich's. Ist die eine, die immer lacht. Die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht. Oh, die immer lacht. Es ist nicht, wie es scheint. Und sie weint, sie weint. Aber nur, wenn sie alleine ist. Denn sie ist, ja, sie ist die eine. Die eine. Die immer lacht. Die immer lacht. Immer lacht, immer lacht. Oh, die immer lacht. Oh. Die Strophe vorsingen und habe dafür meinen Stimmverzerrer, das Handtuch, damit es so klingt wie im Radio. Nee, genau so. Und so klingt es im Radio. Und so klingt es normal. Pass auf. Nein, doch! Oh. Total verblüfft, der Effekt. Zu lachen, ohne dabei zu betrügen. Und zu weinen, nur ich seh, wie sie dich liebt. Und zu lieben. Ich zeig dir, wie es geht. Denn sie ist die eine, die immer lacht. Die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht. Es ist nicht viel.
schön. Ich lege direkt mein Handtuch hier, das ist praktisch. Lachen und feiern ist die beste Medizin. Lachen und feiern ist die beste Medizin, das ist schön. Ja. Ja, das ist durchaus richtig. Jetzt ist eine Frage, könnten wir den Chat noch ein bisschen hochscrollen, was wir da noch so haben? Wir hatten zum Beispiel AC/DC noch. Wir haben von AC/DC schon ziemlich viel gespielt. Wie wäre denn das mit wir haben schon ganz viel weg. Was haben wir denn noch nicht? Ja. Whole Lotta Rosie haben wir mal irgendwann gemacht, oder? Oh geil, Alter, ja. Whole Lotta Rosie könnten wir jetzt ausprobieren. Können wir nicht wirklich. Ja, aber ist egal, reicht aus. Also, was heißt können wir nicht? Wir können so vieles nicht, wir können alles nicht. Ist scheißegal, wir feiern und lachen ist die beste Medizin. Und wenn die Leute über uns lachen, ist das gut. Warum denn nicht? Ich habe gerade gesehen, Thomas schreibt, gestört, aber geil. Dankeschön, sind wir vielleicht, ich weiß nicht, wenn du das so siehst, aber ich glaube, den Song haben wir schon gespielt. Das hatten wir schon. Und nur einmal ganz kurz am Rande, ein Herr wünscht sich Bohemian Rhapsody. Ah. Das ist eine schöne Idee, vor allem es gibt ja inzwischen das Klavier. Ich brauche für Bohemian Rhapsody dreimal so viele Tasten. Und ich müsste ungefähr 300 Jahre länger Klavier spielen, als ich es tue. Bohemian Rhapsody ist total schön, aber bis auf den Anfang, selbst den kann ich nicht begleiten. Christophs Ausreden. Ja, also tut mir 2020. Leid. Bohemian Christoph, Rhapsody, was kannst du denn aber ich sag mal Folgendes. Wir bereiten aber was Neues vor. Vielleicht gefällt euch das. Vielleicht beim nächsten Mal, okay? Ja. Bohemian Rhapsody vielleicht. Aber wir gucken mal in die Richtung. Also alle, die sich auch Queen wünschen und so, wer weiß. Vielleicht wenn, geht da ja was. Wenn wir denn noch ein 10. Mal dürfen. Ne? Das ist genau das Ding. Wer weiß. Das wird ja morgen entschieden. Streaming-Konzerte sind dann verboten. Nein, wir wollen jetzt hier nichts beschwören. So, wie wollen wir das jetzt? Als ich vor... Fang ich nicht an mit... Rosie, hold up, Rosie. Nee, ich glaube, wir fangen zusammen an, Hank. Gut. I want to tell you a story about a woman I know. When it comes to loving, oh, she steals the show. She ain't exactly pretty, she ain't exactly small. 42, 300, 236, you can see that she's got it all. Klatschen Sie für unseren Angus. Unser Angus heißt nicht Angus, unser Angus heißt Henning. Eigentlich heißt er Jan. Henning Walter. Er hat drei Vornamen. Ich finde, am schönsten ist dabei eigentlich Walter. Ja? Also, wir haben Walter anstatt Angus. Normalerweise macht man, wie geht das? Angus! Angus! Angus!
Aber das ist langweilig, denn unser Gitarrist heißt Jan, Henning oder Walter. Und wir nehmen Walter. Walter! Walter! Okay. Was haben wir eben? Wir wünschen uns was mit. Wir machen uns was mit Gefühl. Was da mit war was Gefühl? Mit Gefühl. Geh mal, können wir da im Chat mal einmal kurz. Ja, super schön. Hab ich da nicht so gesehen. Langer, da war so ein langer Text. So ein längerer Text. Oh, Alter, wir haben so viele Kommentare. Das ist total geil. Danke, Leute, dass ihr am Start seid. Der can you feel the love tonight? Henning? Henning, kriegst du sowas hin? Ja, wir recherchieren und proben mal. Ich suche mir schnell den Text. Christoph, möchtest du da Bass spielen? Mal gucken. Ich kann auch hier versuchen. Du kannst von da. Ja, ich versuche okay. Mal. Da muss ich dir meinen verschwitzten Bass nicht geben. Das ist ja wegen die Desinfektion gut. Ja. Also, can you feel the love tonight? Can you feel the love tonight? Also, feel the love tonight. Für alle, die neu zugucken, das ist mein Telefon. Mit meinem Telefon suche ich mir Texte, die ich nicht kann. Das sind sehr viele. Aber Gott sei Dank ist das Internet endlos gefüllt mit den Texten. Okay, gib mal den Grundton. Okay, ich singe mal, ja? Und du kommst von da aus in den Refrain, oder? Ich denke schon. Okay, alles klar. Strophe. There's a calm surrender to the rush of day. To the rush of day. When the heat of a rolling wave be turned away. Enchanted by the moment. And it sees me through. Restless for you, just to be with you. And can you feel the love tonight? It's where we are. Moment, ich hab den Text verpasst. Noch einmal, wir müssen es nochmal haben. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wonder. Can't you get this far? Bye-bye. And can So!
Schön finde ich, wie das, so bei, wie das Publikum sich spaltet. In drei Hälften. Wie in den Kommentaren immer dann zwischendurch so Sachen kommen wie, macht was anderes. Ja, oder Rocky könnt ihr besser. Na klar. Ja. Ja, was wir besser können und was nicht. Eigentlich können wir gar nichts, deswegen, das ist das Schöne. Wir können überhaupt nichts. Guck mal, wir könnten zum Beispiel, wir sind eine Hamburger Band eigentlich, ich komme ja gebürtig von hier aus der Gegend, ne, bei Krivitz bei Schwerin, die beiden Jungs kommen aus Hamburg, da gibt es einen Song, der heißt, Hakuna Matata, da gibt es einen Song, der heißt Hamburg meine Perle. Das ist auch sehr schön, ist das rockig? Ne, eigentlich ist es nicht rockig. Ist nicht rockig. Ja, aber Lotto ist Rock'n'Roll, ne? Rock'n'Roll, ja. Möchtest du jetzt mal einen verschwitzten Soll ich das Bass tun? Haben? Ja, ich rubbel ihn dir kurz einmal desinfektionsmäßig fertig. Und den Bass? Entschuldigung. Alle unter 18 soll jetzt bitte. Mit 18 rannte ich im Düsseldorf rum. Ist das bescheuert, Alter. Ja, super. Also. Jump. Gibt so viel. Oh Gott, oh Gott. Willst du erst mal. So. Wenn du aus Dortmund warst, ne? Also, man muss dazu ja nur sagen, also, oder wolltest du das gerade sagen? Also ja, dass ich vom Fußball keine Ahnung habe. Der gute ja. Stefan hat keine Ahnung vom Fußball. Und das Gute daran ist, er kriegt dann auch keine Haue, wenn jemand da ist, der von einem anderen Verein sein könnte. Das Schwierige ist, er kann sich die Reihenfolge der Vereine nicht merken, weil er mit den Vereinen nichts verbindet. Außerdem sind ja viele der Vereine schon überhaupt lange nicht mehr in der Bumsliga oder sonst wo unterwegs. Und zurzeit haben die ja eh alle Fälle. Also, richtig. Also Dortmund ist das Dortmund. Erste. Ja, okay. Wenn du aus Dortmund kommst, schießt dir keine Tore. Wenn du Hauptstadt kommst, scheiße, wie, okay, ja. Also musstest du mir schon vorsagen, ja, das kann ich nicht, ich war gerade abgelenkt. Ja. Wenn du aus Dortmund kommst, danke Christoph. Hauptstadt. Schießt Geld hier, keine Hauptstadt. Wenn du aus Hauptstadt kommst, scheißen wir auf dich und dein Lied. Leverkusen. Wenn Schalke. Aus Leverkusen kommst. Leverkusen, oh Mann. Jetzt weiß ich gleich zu Hause. Jetzt Schalke. Wenn du aus Schalke kommst, wird's für uns ein Auswärtssieg. Sorry. Ja, danke, ist okay. Und wenn ich weit, weit weg bin, ob in Jubel oder Rom, sing ich Hamburg meine Perle und singe Home Sweet Home. Say! Hamburg meine Perle, wunderschöne Stadt. Du bist mein Zuhause, du bist mein Leben, bist die Stadt, auf die ich kann, auf die ich kann. Ja, Uta, da ist Hall drauf, hier im Stadion. Die nächste Strophe ist ein bisschen heikel, denn die hat eine politisch unkorrekte Zeile. Da kommt nämlich drin vor, wenn du aus Cottbus kommst und dann brüllt eigentlich das ganze Publikum, dann kommst du eigentlich aus Polen. Das kann man nur machen, wenn man das mit Adrenalinpegel von Heimspiel macht. Wir werden das versuchen, damit man auch diese politisch unkorrekte Zeile irgendwie weglächeln kann. Womit fangen wir an? Mit Bremen. Wenn du aus Bremen kommst, gibt's für dich nichts zu holen. Rostock? Wenn du aus Rostock kommst, scheißen wir dich und dein Lied. Egal. Und jetzt? Jetzt kommt Cottbus. Wenn du aus Cottbus kommst und jetzt hier, dann kommst du eigentlich aus Polen. Wenn du aus Bayern kommst, zieh mir dir die Lederhosen aus. So, dir ist alles zusammen, die Arme. Und wenn ich weit, weit weg bin, Henni, du auch. Ob in Juve oder Rom, sing ich Hamburg meine so Perle und singe Home Sweet Home. So, jetzt alle zusammen bitte. Hamburg meine Perle, du wunderschöne Stadt. Du bist mein Zuhause, du bist mein Leben, du bist die Stadt, auf die ich kann. Komm einmal noch alle. Hamburg meine Perle, du wunderschöne Stadt. Du bist mein Zuhause, du bist mein Leben, Stadt, auf die ich kann, auf die ich kann. Dankeschön. So. 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 Und natürlich kurz für alle, die jetzt natürlich verständlicherweise schreiben, hey, ich komme aus Bremen und hackt mir nicht auf den Bayern rum und so. Natürlich nicht. Wir spielen auch sonst keine Fußballsongs und den spielen wir auch nur, weil wir aus Hamburg kommen. Ja. Eigentlich spielen wir ihn auch nur in Hamburg, damit da nichts schief geht. Ja. Aber in diesem Falle selbst in haben Hamburg, wir jetzt mal... Selbst in Hamburg kann das dazu führen, dass du auf die Fresse kriegst. Das ist wahr. Haben wir nicht vorhin noch das Wort ZZ Top gesagt? Ja, ja, ja. Weil es sollte ja ein bisschen mehr rocken. Ja, gerne. Ich rock auch gerne. Also das ist schon schön. Ja, KIZ, nee, das wird leider nichts. Aber trotzdem, egal. So. Oh. Long before Rock'n'Roll. Achso, und ich habe noch einige Sachen gesehen. Ja? Hecht mit Charlotta oder so.
Das Ding ist, danke, dass du dir den wünschst. Wir haben uns den angehört, weil wir dachten, Alter, was ist das denn? Wir haben nicht den Hauch einer Chance, diesen Akzent zu singen. Also da fällt mir nichts zu ein. Das ist, also wenn ihr euch mal was anhören möchtet, hört mal Hecht und Charlotta oder Carlotta oder wie auch immer man es nennt. Hört es euch mal an. Ist lustig. Das wird nichts. Aber egal. Rock'n'Roll von CC Top. Gib mal Gas, Alter. Okay. Fangen wir zusammen an? Ja, wir fangen zusammen an. Gib mal vor, dann kann ich einsteigen. Nee, wir fangen zusammen an, das muss, sonst kommt das Riff nicht. Ja, schade. Müsst ihr mir sagen, was für ein Song wir spielen? Welcher Ton ist es denn? Cäsar. Cäsar? Ach, Stefan, du spielst Cäsar und dann läuft das schon. Ja, okay, alles klar. Leider musst du ihn singen. Da ist das Telefon wieder am Start, meine Damen und Herren. Das Telefon, ich suche mir den Text raus. Wie lange kann es nicht dauern? Es ist Gimme All You Love Me, richtig? Richtig, jawoll. Das läuft ja heute alles wie am Schnürchen. Total. Aber ihr wollt heute mir nicht sagen, welchen Song wir spielen. Gimme All You Love Me, Lyrics. I got a ambition. Cause what you do is so, so sweet. You gotta make it up. Like a boomerang, need repeat. Sweet. Give me all your loving, all your hugs and kisses too. Give me all your loving, don't let go until we're through. You gotta whip it up and hit me like a ton of. Hab ich mir gedacht so, oder? Stand da eben. Welcher soll's werden, Henning? Ja, genau, der ist schön. Mach mal also. Herrlich, herrlich, herrlich. Ich hatte eben noch ein Lied gesehen, ja. Was ich total schön fand, was ich eine geile Idee fand. Wie ist denn das? Wie ist denn das? Können wir mal irgendwann hoch, mal vielleicht mal gucken, Stück. Da war was. Tommy, schöne Idee, danke. Machen wir vielleicht nächstes Mal. Ich erkläre dir warum. Ah, Tom Petty ist eigentlich auch schön, oder? Auch schön. Tom Petty? Wollen wir Tom Petty versuchen? Können wir gerne. Tom Petty? Welchen denn? Ich würde sagen, wir machen Learning to Fly. Und ich erkläre auch kurz, warum.
Wir haben letztes Wochenende auf dem Geburtstag von Andreas gespielt, also von dem Andi. Und konnten nur die Leute von Andi zugucken quasi. Das war sehr schön. Da vielleicht der Hinweis, meine Damen und Herren, wenn ihr uns buchen wollt, ihr könnt uns buchen. Wir spielen diese Sachen auch für Konzerte, ja, für privat und so, wenn ihr euren privaten Geburtstag oder Firmenfeier, Weihnachtsfeier oder so habt. Ja. Weihnachtsfeier. Das ist eine ganz lustige Sache. Dann gibt es ein Zoom-Meeting und wir kommen dazu und so. Denn ihr wisst, wir sind momentan zwangsarbeitslos, nur so nebenbei. Ne? Also wir dürfen nicht mehr raus und deswegen spielen wir auf diese Art und Weise für euch. Bei diesem Superstream hat sich jemand ein Lied gewünscht, nämlich Learning to Fly von Tom Petty. Das war mein allererster Song, und den ich jemals auf einer Gitarre gespielt und gesungen habe. Und deswegen habe ich da große Lust drauf. Wollen wir das versuchen? Welche Tonart hast du gewählt? F? Genau, war schon. Hier auf YouTube sehe ich gerade, dass Sebastian Mill etwas reinschreibt. Milli, geil, dass du zuguckst. Dankeschön dafür. Ich freue mich sehr. Milli, mit dir habe ich dieses Lied auch zum allerersten Mal gespielt. Unsere allererste Band in einem stinkigen Kellerraum. Da haben wir das, nein, in einer Scheune war es sogar noch. Da haben wir den zum allerersten Mal gespielt. Du hast damals Bass gemacht. Heute darf ich den Bass spielen. Schön, dass du zuguckst. But it's good old days. May not return. My melt and she may burn. I'm learning to fly, learning to fly around the clouds, learning to fly. What goes up, learning to fly. I must come down. Jetzt dieses Geräusch oder was? Meine Damen und Herren, hier ist der NDR 2 Verkehrsservice. Im Norden liegen uns keine Störungen vor, da alle Menschen faul zu Hause sitzen und nicht raus dürfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ah, so! So! Okay, was machen wir jetzt noch? Was haben wir hier noch? Wir machen noch einen, würde ich spontan sagen. Ja, einen Musikwunsch erfüllen wir jetzt noch. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ach, geil. Es rutscht so viel durch, dass ich immer die ganze Zeit wieder vergesse, was es war. Wir müssen es uns aufschreiben einfach, dass das ja. Ding... Unbedingt. All My Loving. Das ist doch was. Ja, komm. The Greatest Showman, This Is Me. Schöne Idee. Ja, ich guck nochmal sie jetzt einmal auf die Liste. Nein, wir haben All My Loving noch nicht gespielt. A-Moll muss es sein. Afrika hingegen haben wir schon gespielt. G-Moll. G-Moll, ne? G-Moll? Der ist schwierig, aber egal, ich komme da irgendwie durch. Okay, ich hab's. Ja. Du fängst, glaube ich, an. Bereit? Ja, bereit. Close your eyes and I'll kiss you. I'm alright.
Dann haben wir noch eine Lächerlichkeit hier im Chat. Der Witz ist, uns ist nichts zu peinlich. Und mir ist es auch nicht zu peinlich zu sagen, dass ich neulich wunderbar kuschelig eingepackt zweisam den Film Frozen geguckt habe. Und Frozen hat diese wunderschöne Melodie, die niemand aus dem Kopf bekommt, die ich jetzt singen werde oder zumindest versuchen werde. Und Christoph spielt am kleinsten Kinderklavier der Welt diese wunderschöne Melodie. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was ich gleich tue. Let it go, let it go. Jetzt fang nochmal richtig an, ich war noch am Üben, sorry. Ach, du warst am Üben, ja, sag das üben. Doch, Mensch. Schön, aber jetzt, also jetzt kriegen wir auch dramatisch. Genau. Aber dann ist schon Schluss mit Text wieder. Mann, das Telefon glüht heute aber auch, ne? Gut, dass ich es vorher aufgeladen habe. Dann übe ich noch kurz. Let it, ja, schön, danke. Let it go, Lyrics. Ja, gibt's zu Weihnachten wieder den Film, ne? Genau, Boris wie drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Mhm. Keine Ahnung, wo der letzte ist, aber den machst du einfach ohne Akkord, dann geht das schon. Ja, okay. Und wir machen nur den Refrain und dann den Rest. Ja, genau, um Gottes Willen. Und jeder, also wer das noch nicht gesehen hat, diesen Olaf-Kurzfilm, den sie gerade, hast du den schon gesehen, Stefan? Nee, habe ich noch nicht. Once Upon a Snowman. Es ist 12 Minuten, nur Olaf. Oh, geil. Ich habe die ersten 10 Sekunden, ich weiß nicht, habe ich ungefähr 20 Mal hintereinander geguckt und jedes Mal wieder bin ich mit Tränen in den Augen vom Hocker gefallen. Das ist kein Scherz. Okay. Also guckt euch mal Once Upon a Snowman mit Olaf an. Lohnt sich. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away, slam the door. Storm rage on. The cold never bothered me anyway. Nochmal? Jetzt schreibt Madeleine Kamp auf Deutsch. Lass jetzt los. Auf Deutsch, auf Deutsch, auf Deutsch, warte, auf Deutsch. Ich suche auf Deutsch. Jawohl, Lyrics Deutsch. Bitte neue Tastendruck. Frozen Elsa auf Deutsch. Let it go, Family. Lass jetzt los, lass jetzt los. Die Kraft, sie ist grenzenlos. Ich lass los, lass jetzt los. Und ich schlag die Türen zu. Es ist Zeit, nun bin ich bereit. Der Sturm zieht auf. Die Kälte ist nun ein Teil von mir. Okay, danke schön. Das macht zwar keinen Sinn und reimt sich auch nicht, aber Hauptsache ist auf Deutsch. Ne? Ich glaube, Helene Fischer hat es gemacht. Wenn ihr euch beschweren möchtet, beschwert euch bitte bei Helene Fischer. Vielen Dank, Tommy. Ich hoffe, die kleine Anna ist glücklich. So. Hallo, Anna. Das nächste Stück. So. Das nächste Stück. So ist sehr natürlich. Das mache ich sowieso die ganze Zeit. Also, mach kurz meine Maske auf. Nächstes Mal brauchen wir noch was anderes. Ja. Okay. Okay. Christoph läuft weg. Ach ja, ich weiß, ja, ja, ja.
Meine Damen und Herren, das nächste Stück, was wir nun spielen, das ist mir ganz wichtig, liegt mir sehr am Herzen, denn mein Papa hat mich gefragt, ob er sich auch mal ein Stück wirklich wünschen darf. Und natürlich darf er sich ein Stück wünschen, denn von meinem Papa habe ich eine ganze Menge schöne Sachen geerbt und quasi hat er mir Eigenschaften vermacht. Und dieser ganze Quatsch mit Musik und Laut und so, das scheint irgendwie mit von ihm zu kommen, denn mein Papa hatte früher ein Tonbandgerät und damit hat er sich Sachen aufgenommen. Und ich fand das immer mega faszinierend und habe da immer auch rangetatscht und so, durfte ich nicht, sollte ich nicht, aber ist egal. Und dann durfte ich immer damit spielen und laut und leise und an und so weiter. Und das war gut. Und das Stück hat er sich gewünscht von Backman Turner Overdrive. So sprechen wir sie gleich, ja? Backman Turner Overdrive. Und das Stück heißt Bachmann. Das Stück heißt Ain't Seen Nothing Yet. Das Problem ist, bei diesem Stück braucht man eine Kuhglocke. Und Christoph hat die Kuhglocke des Grauens, meine Damen und Herren. Die hat er mitgebracht. Da ist sie. Da ist sie. Christoph, willst du sie jetzt schon vorstellen einmal? Einen Moment, Applaus bitte für die Kuhglocke. Kurz, ja, verkabel dich und dann zeig uns die Kuhglocke, wie sie denn klingt, meine Damen und Herren. Das ist die Kuhglocke des Grauens. Dieses Sturm. Beeindruckend. Beeindruckend, Wahnsinn, oder? Ja. Stefan, jetzt, du hast mir erzählt, dein Vater hat gesagt, den könnt ihr doch bestimmt nicht, oder? Richtig, ja, danke, Papa. Er hat quasi so nachgefragt, er wollte uns nicht ärgern. Okay. Ja, ich will mir jetzt nichts wünschen, was ihr nicht könnt und so. Ach so, okay. Papa, für dich hätte ich sogar gelernt in der Zeit. Da hätte ich einzeln nacheinander im Proberaum mit den Jungs nacheinander diesen Song gespielt. Und wir würden niemals Stefans Papa ärgern. So ein lieber Mensch, Fall, nee. Um Gottes Willen. Er uns auch nicht. Natürlich nicht, gerne. You ain't seen nothing yet für Papa. Okay, one, two. Hey, on.
Schöne Grüße an Eddie! Ja. Dankeschön! So. So! Okay, ich muss mich kurz föhnen. Henning, vielleicht kannst du gleich die Kuhglocke wieder zur Seite stellen, wenn du aber, eine Sekunde... Trink erst ja, in Ruhe nee, auf. Nee, trinken nicht. Doch. Liebe Leute, eine Sache ist uns wichtig, die liegt uns am Herzen. Und zwar ist es so, dass wir, wie Stefan ja vorhin schon angedeutet hat, zurzeit unseren Beruf nicht ausüben können. Und wir haben zwar jetzt das Glück gehabt, dass wir letzte Woche bei Andi diese fantastische Geburtstagsfeier streamen durften. Und wir hoffen, wie gesagt, dass uns vielleicht auch noch Leute unsere Streams sonst buchen. Aber darum freuen wir uns sehr darüber, wenn ihr uns in dieser schwierigen Zeit vielleicht mit einem Trinkgeld unterstützen möchtet. Wenn ihr den Stream gut fandet, dann möchtet ihr uns bestimmt mit einem Trinkgeld unterstützen. Wenn ihr ihn schlecht fandet, dann dürft ihr uns auch mit einem Trinkgeld unterstützen, denn wir freuen uns in jedem Fall. Die Verbindung dafür, die ist jetzt hier unten eingeblendet. Und zwar gibt es eine PayPal-Adresse, an die ihr das schicken könnt. Ihr könnt es auf ein normales Konto überweisen, was immer euch besser gefällt. Und wenn ihr uns nichts schicken möchtet oder könnt, dann ist das natürlich auch völlig in Ordnung. Dann freuen wir uns trotzdem, wenn ihr euch über den Stream freut, denn wir freuen uns über den Stream. Also ich habe Spaß auf jeden Fall. Frag mal, das ist ja unsere Medizin. Wir dürfen ja zum ersten Mal wieder. Richtig. Yay. Und es gab extrem viele Wünsche wieder im Vorfeld in den Kommentaren. Und ein Song, der kam sehr oft. Der kam von ganz vielen verschiedenen Leuten. Nicht nur in die Kommentare, den haben uns auch Leute per WhatsApp direkt geschickt oder per E-Mail oder so, aber ich weiß nicht... Per PN, genau. Ich weiß nicht, warum es dieser Song war, aber er ist auf jeden Fall, er lohnt sich, sag ich mal. Lockdown Light mit Rock auf die Fresse, Baby. Bereit? Zusammen? Ja, natürlich. One, two, three, oh! I'll be
Jimmy Tripod. Ja, wir sehen es, die ganze Boltenhagen-Crew ist auch da. Moin, Grüße, Moin. Boltenhagen. Das habe ich jetzt ein paar Mal mir vorbei streamen sehen hier und so. Sehr, sehr schön. Sehr gut. Okay. Nächstes Jahr ist ja alles vorbei, dann machen wir weiter. So. Hör auf, sowas zu sagen. Jedes Mal, wenn du sowas gesagt hast, wurde es nicht besser. Aber schön fand ich auch, als wir gesagt haben, Konzert Nummer 9, hat jemand drunter geschrieben, wenn es mit Corona so weitergeht, dann kriegen wir noch Homeoffice-Konzert Nummer 100. Ja, okay. Erstmal ist ja die Frage, wollen wir Konzert Nummer 10 noch machen? Das ist ein bisschen davon abhängig, was uns jetzt die Politik erzählen wird am nächsten Montag und überhaupt darüber hinaus und so. Ne? Wir werden sehen. Noch sind wir eingesperrt. Und wie gesagt, von diesen paar Streams ist schon schwierig im Berufsverbot. Also deswegen, ja, Dankeschön, dass ihr dabei seid. Dankeschön, dass ihr mitmacht. Und wir sehen eure ganzen Kommentare an uns vorbeistreamen. Danke für alle auf YouTube, auf Twitch, auf Facebook. Danke, dass ihr dabei seid. Großartig. Ja, ich würde sagen, wie gesagt, uns ist nichts zu peinlich. Wir sind uns für nichts zu schade. Und jetzt singen wir uns ein Duett zusammen. Ist das korrekt? Ja, das ist korrekt. Ja? Lass es uns tun. Henning, ich glaube, Christoph möchte mit dir Kontakt aufnehmen. So, okay, wollen wir? Ja. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt, dass ihr noch da seid. An diesem Lockdown-Light-Samstag. Es ist schön, dass ihr euch dafür entschieden habt, mit uns die Langeweile zu vertreiben. Now I hate the time of my life, and I never felt this way before. As I swear, it's the truth, and I owe it all to you. Time of my life, and I owe it to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. Saw the writing on the wall as we found this magical hammer. With passion in her eyes, there's no way we could disguise secretly. We don't take each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency. Just remember. Saxophon-Solo.
Jetzt ist es ja so, dass das Spielen von Blasinstrumenten in dieser Zeit nicht erlaubt ist, aber wir haben das ganz einfach gelöst. Wir haben es ersetzt durch ein echtes Männergitarren-Solo. Und wer könnte in unserer Band Männergitarren-Soli schlechter spielen als Jan-Henning Walter? Darum freut euch mit mir auf ein Männergitarren-Solo von Jan-Henning Walter. 3, 4! Aus irgendwelchen Gründen in den neuen Homeoffice-Konzerten eine gewisse Tradition herausgebildet, nämlich, das ist jetzt ganz wichtig, nicht, dass ihr jetzt denkt, es ist Schluss. Das eine Mal habe ich es so moderiert, dass alle dachten, es ist Schluss und sind dann rausgegangen. Nein. Also, bevor wir den letzten Song spielen vor den Zugaben, fragen wir immer noch nach einem allerletzten, ganz speziellen Wunsch. Und ich würde mich freuen, wenn er ein bisschen rockig wäre heute, so ganz spontan. Ja, irgendwie ist heute Rocktag. Irgendwie wäre das. Aber egal. Also, wenn ihr einen ganz bestimmten Wunsch habt, Regine, dein Wunsch kommt sowieso, den brauchst du nicht nochmal schreiben. Ich hab und dann spielen wir unseren letzten Song und danach vielleicht noch eine Zugabe. Mann, wird das lang. Ist ja, macht da nichts. Ja. Nicht, dass die Leute uns abhauen. Ne? Wir wollen euch nicht verschrecken. Nein. Also, es sind noch 3 Songs. Ein Wunsch. Das ist jetzt, ein Wunsch und einen letzten Song und vielleicht eine Zugabe. Dann schlage ich vor, der erste, der kam, war, spielt mal bitte was von Die Ärzte. Von Die Ärzte. Manu Diao hatten wir schon, Stefanie. Wir können auch nur einen von Manu Diao, der war schon. Blöd. Der war schon. Ja. Pretty Woman. Ja. Ist das rockig? Das ist überhaupt nicht rockig. Nee. Aber schnulzig, ne? Pass auf, wir machen erst ein Stück Pretty Woman, dann machen wir Ace of Spades. Dann machen wir Ace of Spades. Okay, Pretty Woman versus Ace of Spades. Genau. Aber ich kann den Text bei Ace of Spades nicht, ist egal, dann mache ich das Handtuch wieder drüber. Du brauchst dafür überhaupt keinen Text. damit haben wir jetzt, das war's mit Wünschen. Vielen Dank. Dankeschön, ihr seid großartig. Dankeschön, wir haben Wünsche gefunden. Hat Bock gebracht. Pretty Woman und Ace of Spades. Und dann machen wir den letzten, ihr habt's verstanden. Cordula Grün hatten wir schon. Cordula Grün hatten wir schon. Tut mir leid. Ach, Millie, ja, sorry, Cordula Grün Millie war im zweiten Homeoffice-Konzert. Boom, boom, das ist ein paar Monate her. Boom, boom, I want you in my room. Let's make this night together. And now until forever. Wunderschön. So, okay. Wir wollten jetzt einmal. Bereit? Bereit? Ja, 1, 2, 3, go! Ja,
Meine Damen und Herren, es ist ja keine Zeit aufzuhören. Ne? Aber ihr kennt das ja schon von uns. So. Okay, Stefan, wie machen wir jetzt Ace of Spades? Also, ich mach meinen Bass jetzt nochmal. Ich kann meinen Bass gerade schön machen. Ich kann, ich kann mit der Nase spielen. So kann ich meinen Bass auch einstellen, meine Damen und Herren, dass das schön laut klingt. Ja, nee, wie spielt man das Lied? Genau. Merkt ihr das? Merkt ihr das? Merkt ihr das gerade? Dieses, so auf der Richterskala ungefähr eine 4. Das ist die Rotation von Lemmy im Grab. So. Ja, zu Recht. Mit rechts und mit links. Okay. Es gibt einen Song, den werden wir jetzt als letzten Song oh Mann, für euch spielen. Und zwar ist das einer der meistgewünschten Songs sowieso unserer gesamten Homeoffice-Konzertreihe. Und wir haben irgendwann versprochen, wir werden ihn spielen. Irgendwann. Und dieser Moment, wo wir ihn spielen werden, der ist heute. Sagen wir so, die Menge an Wünschen, nach denen, ich sag nochmal, er wird immer mehr gewünscht seit ein paar Wochen, denn vor kurzem ist der Komponist dieses Songs leider verstorben. Ja. Und zwar ist das, ich verrat's ruhig, ne? Ja, es geht um Eddie Van Halen.
Ja. Eddie Van Halen, einer der krassesten Gitarristen ever, der hat diesen Song geschrieben und der ist vor kurzem verstorben. Und wir haben versprochen, wir werden irgendwann, werden wir Jump spielen. Was wenig Leute wissen, ist, Eddie Van Halen hat nicht nur die Gitarre gespielt auf Jump, sondern er hat auch das Keyboard gespielt auf Jump. Und das Keyboard, mega, das werde ich jetzt versuchen. Dafür habe ich mir hier extra, das kennt ihr, wer uns öfter anschaut, der kennt das. Ich habe mir hier ein Kinderkeyboard hingebaut und werde damit Jump spielen. Und Henning wird die Gitarre spielen und ihn singen. Ich tue, was ich kann. Und das ist jetzt unser letzter Song. Okay. Aber muss ich noch was sagen? Habe ich was vergessen zu sagen? Ich glaube, du hast nichts vergessen. Außer danke, dass ihr da wart. Los geht's. Okay. We'll be right back.
vielen Dank. Vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank. Das war der letzte Song. Und vielen Dank für die Klatsch-Emojis. Und jetzt, ja, wie machen wir das? Ist immer schlechter. Ne? Also, ist immer schwierig, in den Zugabe rüberzukommen. Ja, bester letzter Song. Eigentlich danke für diesen Abend. Eigentlich Schluss, oder? Das stimmt. Komm, wollen wir uns jetzt verabschieden? Einfach mal so ohne Zugabe. Das können wir ja nicht machen. Wir haben ja schon einen versprochen. Ja, okay, alles klar. Eigentlich hast du recht. Ach, danke, dass ihr dabei wart. Danke. Ich weiß, ihr müsst alle weiter zur Tagesschau. Na komm, einen machen wir noch und wir werden uns verabschieden. Und in eine ungewisse Zukunft, wir werden sehen, wie es weitergeht. Und wenn es genauso scheiße bleibt und ihr wollt, dass es weitergeht, schreibt uns in die Kommentare, wie immer bitte. Lasst auch Facebook und YouTube und so wissen, dass wir weiterhin die Streaming-Kapazitäten freigeschaltet bekommen für diese schönen Übertragungen. Danke an euch alle. Zugabe und da steht überall Applaus, Applaus, Applaus. Komm, machen wir. One, two, three, four. Faust, machst du sie wieder auf und legst die deine in meine. Du flüsterst Sätze mit Bedacht durch all den Lärm, als ob sie mein Sextant und Kompass wären. Applaus, Applaus für deine Worte, mein Herz geht auf. Applaus, Applaus für eure Art, uns zu begeistern. Hört niemals damit auf. Ich wünsch mir so sehr, ihr hört niemals damit auf. Ist meine Erde eine Scheibe? Machst du sie rund, zeigst mir auf leise Art und Weise, was Weitsicht heißt. Muss ich mal wieder mit dem Kopf durch die Wand, gibst du mir Helm und Hammer in die Hand. Applaus, Applaus für deine Worte, mein Herz geht auf. Wenn du lachst, Applaus, Applaus für deine Art, mich zu begeistern. Hör niemals damit auf. Ich wünsch mir so sehr, du hörst niemals damit so sehr.